Die Menschen der deutschsprachigen Gesellschaft und herzlich willkommen wieder zu den wunderbaren Slimes und den hässlichen Ranger, und das bin ich. Ja, das ist unser letzter Standpunkt. Da haben wir einiges ausgebaut. Oder warte mal. Ne. Ich verwechsel das immer mit dem anderen Account, was ich besitze. Obwohl der andere Account nicht so aufgebaut ist. Ach du Scheiße. Schauen wir mal. Ja, das ist eh der richtige. Und bei den anderen Account habe ich das zumindest noch fertig gemacht. Schau mal zu den gottverdammten Luftslimes. Die friedlich ihr Zeug mampfen. Ich glaube, die haben gar kein Interesse an ihrem Zeug. So. Ich fütter noch die wunderbaren Kristallslimes, obwohl die haben eh so viel zu mampfen bekommen. Ich sammle mal ein. Fress dir noch was? Ja, die fressen noch was. Kann ich doch einsammeln, damit ich viel Money habe. Das sind die unsichtbaren Killer-Slimes. Und ich glaube, das war eigentlich ziemlich alles, was ich jetzt gezeigt habe. Außer den Lumis. Ich weiß nicht, was die... Oh. Hallo, das muss doch automatisch gehen, meine Mädels. Ich weiß nicht, ob... Ich glaube, das Labor haben wir noch gar nicht. Ich schau mal schnell nach. Ich glaube, das war das Nächste, auf was ich spare. Nein, das... Ist noch nicht in unserem Besitz. Das ist nämlich das Nächste, auf das ich wirklich spare, dass ich es mir mal leisten kann. Weil das ist ein effektives Hilfsmittel. Man kann nämlich Slime-Roboter einstellen, die sich dann um deine eigenen kleinen dicken Kinder kümmern. Ohne dass die versuchen, dich umzubringen. Haben die noch nicht mal so ein... Ah, da ist der Futterautomat. Ich denke mir gerade, haben die nicht mal einen Futterautomaten, die kleinen dicken Kinder? Nein. Oh doch, haben sie. Ich glaube, das hat ziemlich jedes Gegner einen eigenen Futterautomat. So, das war irgendwie zu erwarten, aber egal. So, erstmal die Kohle abholen. So. Wachst. Früchte, wachst. Komm schon. Komm schon, geh runter. Ihr habt nichts zu befürchten. Die Mauzen, die sind schon wieder so hungrig. So wie die Götterspeisen-Slimes. Fress den Kuchen auf. Nein. Das ist nichts Besonderes, es fehlen nur noch die Rüben. Aber ich gehe mal wieder auf Expedition, weil hier drinnen kann man ja nicht so viel finden. Ich glaube, ich füttere mal die da hinten. Nicht die, sondern die da. Da hinten im Lalalupsi-Land, wo die Kristalle wachsen und alles drum und dran. Das einzige Problem ist, ich muss sehr viel Gemüse mal einsammeln. Damit die überhaupt groß werden. Okay, das war ein Fail. Oh, da sind Hühner. Nehme ich auch gleich mit. Nee, Küken brauche ich jetzt nicht. Aber zumindest das Gemüse nehme ich mit. Und das ist auch noch eine Fähigkeit. Irgendwann kann man das schaffen. Oder ich glaube, das ist beim Labor, dass du das freischalten kannst. Damit füttern wir den dicken Dude. Und ich weiß das nicht genug. Jetzt ist gerade meine Maus aus dem Bildschirm geflogen. Ach Gott! Die hat keinen Bock mehr aufzunehmen. Ich habe mir jetzt überlegt, ich fliege aus dem Bildschirm. Die Aufnahme dauert mir schon wieder zu lange.
Radioaktive Slimes. Noch mehr radioaktive Slimes. Ach, das gibt mir so einen Kicks, dass ich den noch nicht öffnen kann. Au! Oh, oh, das sind Steinhühner. Steinhühner habe ich noch nicht. Nehme ich mir ein paar Steinhühner mit. Gut zu wissen, dass die auch existieren, bevor die gegessen werden von den ekelhaften Magma-Slimes. Da ist auf jeden Fall noch Gemüse, bevor der kleine Dude das isst. Mama, ich hab Hunger. Du bekommst aber nichts. So, von welchen Slimes bekomme ich denn noch einen Schlüssel? Irgendeinen belämmerten Slime kriegt man noch einen Schlüssel. Ich bin ja nicht sicher, ob das da hinten ist. Ja. Ich glaube, das ist der da hinten. Von dem kriegt man nämlich einen Schlüssel. Aber das könnte noch einige Tage dauern, denn ich habe nicht so viel Gemüse. Oh Mann. Schnecki, was esst ihr denn? Ah, da ist auch noch eine. Na komm, sterbt. Wo ist noch einer? Ich muss der Slime. Hilfe, Mama. Ich habe Angst. Nein, es ist eh nichts mehr. Aber ich gehe mal wieder zurück, weil ich habe nichts. Ich bin vollgepackt mit Hühner, die einen Scheißdreck auf mich furzen. Und da baue ich mir erstmal ein Hühnchengehege, weil ich habe kein Hühnchengehege und die Hühner, die wachsen auch nicht von selber. Oder Big Mac. Und außerdem habe ich sehr viele Rübenherzen zu Hause, die ich den Typen einfach morgen in die Hand drücke und sage, vergeben und vergessen. Ja, nice, der Bildschirm hat sich hinten neu generiert. Wir müssen eigentlich jetzt voll viele solche Phosphor-Slimes spawnen. Machen die aber nicht. Schauen wir mal. Die haben wieder falsch am Boden gekackt. Nice. Silo habe ich dahin gebaut. Und da ist das Wasserbecken. Haben die wenigstens jetzt was gedroppt oder ist es noch immer zu viel? Nein, ist es nicht. So, die Süßen. Die droppen wenigstens was. Außer es ist. Nein, ich glaube, denen ist noch immer zu viel Menschen. Sind noch immer zu viele Personen hier im Becken. Das habe ich auch noch nicht. Ich dachte, das habe ich schon. Fuck. Irgendwas muss ich jetzt machen. Ja, ein paar Steinhühner kann ich ja hier abgeben und den Rest verfüttere ich einfach an meine Freunde. So, hier habt ihr ein paar Steinhühner. Oh. Hier habt normale Hühner. Und ich gehe jetzt schlafen. Neuer Tag, neuer Morgen. Oh, fuck. Und neue Slimes. Eigentlich nicht, aber es ist alles immer neu. Für mich und den wunderbaren Ranger. Oh, 5 Minuten. Komm schon her, drüben. Ihr müsst wachsen. Kannst mir nicht leisten. Blöd das Ding, weil von dem kriegt man anscheinend noch eine Zusatzmission. Wenn man genug Missionen von diesen Personen macht, kriegt man dann noch eine Zusatzmission. Und ja, mal der braucht Hühner, die haben wir. Die bekommt er dann. Ihr habt doch die Hühner gegessen und jetzt sind sie trotzdem noch voll angepisst auf mich, weil sie noch immer nichts zu essen bekommen. Ich verstehe die Welt nicht. Die wird mir zu steil. Geht mir zu schnell bergauf. In einem unbekannten Land. Komm schon. Komm schon, ihr Quaderfrüchte.
Ihr hattet eure Chance. So, schauen wir mal. Okay. So, die werfen wir wieder hier rein. Dann haben die ordentlich Proviant. Die ernten wir mal. Wie viel schaffe ich? Ich glaube 40. Ja. Ne, 50. Wow. Hätte ich nie gedacht, dass man 50 schafft. Ich habe schon so viel gekauft. Wie viel ne schon? Fallen eh schon runter. Ich kein Wunder, wenn die schon runterfallen. Die können keinen Hunger haben, weil die haben ja noch Obst liegen. Wow, 6000 haben wir schon. Ja, Mann. Nicht mehr viel und dann habe ich mein Labor erreicht. Lol. Das dauert noch lange. Bis die Slimes irgendwas mal schaffen. Kabusch. Kabusch. Ich habe die irgendwie falsch platziert. Genauso wie den Plot-Sammler. Nein! Von wo kommt der Steinhuhn? Was ist mit dem Steinhuhn? Das Einzige, was ich jetzt machen kann bis zur nächsten Folge, sammeln, 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 sammeln und noch mehr sammeln. Obwohl, wir haben eh schon 7000. Also könnten wir eh dann in der nächsten Folge ungefähr... Hey, warum liegt denn da schon wieder eins? Ungefähr das Labor aufbauen. Wollen das dauert eh nicht mehr lange. So, jetzt mal Früchte sammeln. Die Gocke brauche ich ja. Aber ich sammle noch fleißig Früchte. Scheiße, scheiße, ich habe einen Fehler gemacht. Nein. So, nochmal die Quaderfrüchte raus. Die kriegen ja andere Früchte. Die kriegen die grünen. Scheiße. Das habe ich komplett vergessen. Dass die grünen normalerweise bekommen. Aber ist ja egal. Scheiße ist, ich wollte jetzt Super Smash auch aufnehmen. Derzeit nehme ich jetzt, habe ich mir gedacht, nehmen wir halt Slime Ranger auf. Haben wir das auch mal geschafft. Einen Tag. Warum fressen die nichts? Oh doch, die haben eh was gefressen, aber die können nicht so schnell fressen. Und habe ich mir gedacht, nehmen doch einmal Slime Ranger vorher auf. Und dann kannst du wieder, ja, Super Smash aufnehmen. Weil das muss ich jetzt unbedingt machen, weil ich habe mir schon das neue Pokémon-Spiel vorbestellt. Und das kommt ja nächste Woche raus und ich müsste es nächste Woche dann eh bekommen. Hoppla. Auf das Spiel bin ich schon eigentlich mega gespannt. Ein Freund von mir hat immer gesagt, wir dürfen ihn nicht spoilern. Das ist nicht erlaubt und was weiß ich. Ich habe nichts gespoilert. Ich weiß zwar einige Dinge, wie die Stadt und so aussehen, wie die Region aussehen wird, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Nur halt, was die offizielle Pokémon-Fanseite so preisgibt. Auf jeden Fall wird in der nächsten Folge das Lager aufgebaut, also das Labor. Und ja, das war's jetzt mit der Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Für mehr Slime Ranger Folgen, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Liked das Video, wenn es euch gefällt und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder.